Radio Lotte Weimar. Auf 106,6 und 107,9 im Kabel. Der NSU-Prozess in München steht kurz vor einer mehrwöchigen Sommerpause und in dieser Woche ging und geht es deshalb im Gerichtssaal noch einmal handfest zur Sache. Ich spreche darüber jetzt mit unserem Berichterstatter Fritz Bursche. Schönen guten Morgen nach München. Guten Morgen, hallo. In dieser Woche findet der 29. bis 31. Verhandlungstag statt. Am Dienstag wurden, wie auch schon in der Vorwoche, Zeugen aus dem Zwickauer Wohnumfeld des NSU-Trios befragt. Die Brandstiftung in der Zwickauer Frühlingsstraße 26, die könnte ja für Beate Zschäpe der Hauptbelastungspunkt sein. Ist denn etwas Neues dabei ans Licht gekommen? Oh ja, durchaus. Also es gab eine ganze Reihe von Aspekten, die bei diesen Zeugen, das waren zwei Schwestern, Mitte 60 Jahre alt, die direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite oder schräg gegenüber gewohnt haben, beziehungsweise immer noch wohnen, dort wo das Haus von Beate Zschäpe ja nicht mehr steht, das ist ja abgerissen worden. Und die haben also zunächst natürlich mal geschildert, was ist da passiert, als das Haus explodiert ist am 4. November 2011, wie haben sie das wahrgenommen und vor allen Dingen, wie ist es ihrer Tante ergangen? Und die Tante ist diejenige ältere Dame, die direkt Wand an Wand mit Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt gewohnt hat. Und die sind natürlich sofort im Schock rübergestürzt und haben diese alte Dame aus ihrer Wohnung rausgeholt. Es brannte, es rauchte. Sie haben erst angerufen. Die alte Dame hat ihn erst gedacht, es sei ein Scherz und hat selber nochmal aus dem Fenster geschaut, hat dann die Flammen gesehen, wurde dann aus der Wohnung rausgeholt, weil die nicht mehr gut zu Fuß war, damals 89 Jahre alt, wurde in einen Rollstuhl gepackt und dann eben weggeschoben vom Tatort, vom Brandort. Und es stellte sich heraus, dass sie zunächst das gar nicht richtig verstanden hat, was da eigentlich passiert ist. Am Abend hat sie dann auch, als sie langsam begriff, dass ihre Wohnung offensichtlich doch so erheblich zerstört ist, dass sie nicht würde zurückkehren können, einen Schwächeanfall bekommen, einen Schock erlitten, musste notärztlich behandelt werden. Und seither, und das ist, denke ich, was die Schuldzumessung bei Beate Zschäpe betrifft, der wichtigste Punkt, seither ist sie tatsächlich gesundheitlich und geistig tatsächlich auf dem Weg nach unten und leidet schwer, ist inzwischen nach mehreren Zwischenstationen in einem Altenpflegeheim gelandet und trauert dieser Wohnung, die für sie eine sehr, sehr große Bedeutung hatte, erheblich nach. Also ist sehr, sehr stark davon beeinträchtigt worden, dass ihre Wohnung da in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und es war wirklich anrührend. Die Frau hat 50 Jahre in Westdeutschland, in Dortmund, wenn ich mich recht entsinne, gelebt und ist quasi, um ihren Lebensabend zu verbringen, nach Zwickau zurückgegangen und hat da quasi im Kreise, die ganze Familie wohnt da im Umkreis herum, ihre Wohnung gefunden, ihre Traumwohnung, wie sie gesagt hat, und die war nun weg und seither geht es ihr wirklich überhaupt nicht mehr gut. Ein wichtiger weiterer Punkt in diesem Zusammenhang war, und das war interessant, weil das von der Verteidigerin Anja Sturm nachgefragt wurde, wo sie sich ein bisschen selber, beziehungsweise ihre Mandantin selber reingeritten hat. Es gab jeden Freitag einen Kaffeeklatsch der drei Geschwister, also dieser zwei Schwestern und eines Bruders mit ihrer alten Tante, immer um 15 Uhr, also ziemlich genau, 15 Uhr, 15.30 Uhr, ziemlich genau zu der Zeit, als die Explosion stattfand. Und wenn nachgewiesen werden könnte, dass Beate Zschäpe das wusste, dass da jeden Freitag dieser Kaffeeklatsch stattfand bei der alten Dame, dann würde der Vorwurf auch lauten, diese Leute möglicherweise erheblich gefährdet zu haben oder sogar der Mord, die Mordanklage erweitert werden auf die drei potenziellen Gäste des Nachmittags. Die waren an diesem Nachmittag zufällig mal nicht um 15 Uhr da, sondern hatten sich etwas später verabredet. Aber es kommt also hinzu, dass nicht nur die alte Dame unter Umständen bewusst von Beate Zschäpe gefährdet worden ist, sondern eben auch die drei Leute, die zu ihr zum Kaffeeklatsch kamen. Der Mittwoch stand dann eher im Zeichen des ersten in München verübten Mordes. Das Opfer ist Habil Kilic, ein Gemüsehändler. Er wurde am 29. August 2001 in seinem Laden erschossen. Wie detailliert wurde dieser Mord im Gericht betrachtet?
Ja, das war wieder, also wir hatten diesen vierten Mord der NSU ja schon einmal, und es ist also wirklich das ist das blanke Entsetzen, kann ich da nur sagen. Wenn man das hört, es war also der Gerichtsmediziner da, Dr. Peschel, der sehr ausführlich die medizinischen Befunde der zwei Kopfdurchschüsse referiert hat, wo einem schon auch das Blut in den Adern gefriert, das muss man wirklich sagen. Und das, was am meisten beeindruckt hat, waren die Zeugenschaft der Leute, die als Erste am Tatort waren. Und diese Leute, die nichts ahnend in den Gemüseladen reingingen, dessen Tür ja immer weit offen stand, das war so üblich, kamen rein, vor allen Dingen eine Mutter mit ihrem Sohn, die kam rein und berichtete, wie sie so Blubbergeräusche gehört hat, Blubbergeräusche wie von einer Kaffeemaschine. So makaber das klingt, aber das war das Todesröcheln von Herrn Kilic. Und bis sie da in dem Laden herumsuchend hinter dem Verkaufstresen den sterbenden Herrn Kilic fand, hat sie sich eine ganze Zeit da drin aufgehalten und hat dann natürlich einen irrsinnigen Schock erlitten, als sie den Mann in einer riesigen Blutlache vorgefunden hat, sterbend vorgefunden hat. Später kam noch ein Postbote dazu, der Rettungsmaßnahmen versucht hat. Aber was mich besonders beeindruckt hat, war wirklich, dass sie offensichtlich in den zurückliegenden 12 Jahren versucht hat, diese Zeugin, diese erste Tatortzeugin, dieses entsetzliche Erlebnis zu verdrängen. Sie hat also nicht mehr gewusst, was sie damals zu Protokoll gegeben hat, dass ihr Sohn tatsächlich mit im Laden war und den Sterbenden gesehen hat und auch einen unglaublichen Schock erlitten haben muss. Er ist dann wohl auch zum Kinderarzt gekommen, um zu fragen, wie er mit diesen Bildern, von denen er nachts immer wieder aufgeschreckt ist, immer wieder erwacht ist, ob er das überstehen kann, wie er das überstehen kann, ob er damit fertig werden kann. Und sie selber hat ihren eigenen Schock auch ziemlich weitgehend verdrängt gehabt. Also woran sie sich erinnern konnte, stimmt fast nicht mehr mit den Polizeiprotokollen überein, obwohl es auch an den Polizeiprotokollen durchaus Zweifel gegeben hat. Aber das war schon sehr beeindruckend. Man kann sich das vorstellen, man kommt an irgendeinem heiteren Augusttag, das war der 29. August 2001, in einen Laden rein und findet totgeschossenen Menschen sterbend vor, also einen im Kopf getroffenen Menschen sterben vor. Also das sind schon Momente, wo einem Schauer den Rücken runterlaufen, wenn man sich denkt, was für ein Irrsinn ist da passiert. Haben denn diese Zeugen auch noch eventuell beschrieben, wie sie heute mit dieser Situation umgehen? Nein, haben sie nicht, aber man konnte das implizit heraushören, dass sie wirklich versuchen, das möglichst weit von sich wegzuhalten. Also die Zeugin kam rein und sagte, sie wusste gar nicht, um was es bei dieser Vorladung zu Gericht eigentlich ging. Das heißt also, sie hat sich auch vorher gar keine, nicht klar gemacht, dass es nochmal dieser Schock von 2001 sein sollte, der hier zur Verhandlung steht. Also das war schon wirklich beeindruckend. Die wollte damit, was man ja nachvollziehen kann, einfach auch nichts mehr zu tun haben mit diesem Irrsinn, den sie damals erlebt hat. Soweit ein Zwischenbericht vom NSU-Prozess in München. Ich sprach mit Fritz Borschel, vielen Dank dafür. Und gerne. In der nächsten Woche werden wir vor der Gerichtspause natürlich noch einmal aus München berichten und hören, welches Fazit sich aus den ersten 32 Verhandlungstagen dieses Prozesses ziehen lässt.